Hallo und herzlich willkommen zu LTV Aktuell am Montag. Heute gratulieren wir allen kleinen und großen Kindern zum Weltkindertag. Am heutigen 20. September wird weltweit auf die Rechte, Sorgen und Nöte von Kindern aufmerksam gemacht. Anlässlich dieses Feiertages finden in Cottbus zahlreiche Events für die ganze Familie statt. Am Samstag kam es auf der B97 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein Renault Clio kam rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam im angrenzenden Maisfeld zum Liegen. Der Fahrer wurde zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus transportiert. Laut Polizeiangaben ergab der Alkoholtest einen Wert von 1,8 Promille. In den letzten Wochen litt Cottbus unter einer regelrechten Mückenplage. Woran hat es gelegen, dass die stechenden Plagegeister in so großer Zahl aktiv waren? Ja, schlichtweg am Wetter. Wir haben vor 5 Jahren gefühlt den letzten richtigen durchwachsenen Sommer erleben dürfen. Dann Trockenjahre in Folge, die natürlich ihr Übriges dazu beigetragen haben, was wir jetzt auch erleben durften. Und die Mücken finden einfach wieder feuchte Gebiete vor. Niederungen haben sich gefüllt, die Wiesen sind satt und grün. Und das hat dazu geführt, dass die Mücke sich optimal fortpflanzen konnte. Wir hoffen, dass sich die Situation mit den kälteren Temperaturen der kommenden Herbsttage beruhigen wird. Seit dem Wochenende kann man im Brandenburgischen Landesmuseum für moderne Kunst eine neue Ausstellung besuchen. Thema sind Strukturen im Wandel. Wir waren vor Ort und haben uns die Ausstellung vorab ansehen dürfen. Die neue Ausstellung im Brandenburgischen Landesmuseum für moderne Kunst erzählt vom Leben in Industrielandschaften. Das Museum zeigt etwa 140 Werke, darunter auch Fotografien und 4 Videoinstallationen. Es gibt 3 verschiedene Themenbereiche. Arbeit als Identitätsstifter, wie die Kohleindustrie Landschaften verändert und gesellschaftliche Fragen, die der Strukturwandel mit sich bringt. Uns war es wichtig, mal zu gucken, wie auf der einen Seite sich diese künstlerischen Reflexionen von Strukturwandel und Schwerindustrie einerseits in unserem Sammlungsbestand abbilden und auf der anderen Seite, welche Perspektiven möglicherweise auch aus der Kunst heraus, manchmal vielleicht auch jenseits der Realität, aber durch ein bisschen kreuz und quer und andersdenken entwickelt werden können, weil Strukturwandel ist etwas, was wir bezeugen das ja auch in unserem Alltag mal gerade ständig, was Menschen auch so ein bisschen Angst macht. Deswegen spielen Strukturentwicklungen in Polen und England auch eine wichtige Rolle. Interessierte können bei der Ausstellung übrigens mitmachen. Das BLMK setzt auf Zuschauerperspektiven. Die verschiedenen Werke sollen Geschichten aus den Besucherinnen und Besuchern herauskitzeln. Zum Beispiel auch, wenn es um das Abgraben von Dörfern und dergleichen mehr geht. Kurzum, wir haben auch innerhalb der Ausstellung einen Aufruf, der besagt, die Bildunterschriften, also wir haben ja immer diese Bildtitel, da steht drauf, wer der Künstler ist, wie der Bildtitel ist, die Datierung und so pragmatische Angaben und drunter kommen dann manchmal Texte. Die hängen wir auch mit dazu, aber wir rufen dazu auf, dass unsere Besucherinnen und Besucher auch Texte schreiben, wenn sie Lust haben, was natürlich toll wäre, die dann auch mit dazu gehängt werden. Das heißt also, unter Umständen haben wir am Ende eine Ausstellung, wo es irgendwie unter Bildern irgendwie 3 oder 4 Bildtexte gibt. Die Ausstellung Strukturen im Wandel ist der Auftakt mehrerer Reihen. In den nächsten Jahren sollen noch mehr Ausstellungen zum Thema dazukommen. Die aktuelle Ausstellung ist noch bis zum 12. Dezember im ehemaligen Dieselkraftwerk zu sehen. Zu einem Torfest der Extraklasse kam es am Samstag im Stadion der Freundschaft in Cottbus. Die Frauenfußballnationalmannschaft schlug die bulgarischen Gegnerinnen mit einem Endstand von 7:0. Dieser Auftakt zur WM-Qualifikation hätte erfolgreicher kaum sein können. Auch für die Europameisterschaft 2022 war dieses Spiel ein wichtiger Gradmesser. In Cottbus verfolgten knapp 1500 Gäste die Partie. Ronald Paris, einer der bedeutendsten brandenburgischen Maler, ist tot. Der Künstler starb am vergangenen Freitag im Alter von 88 Jahren. Paris lebte seit vielen Jahren in Rangsdorf. 2013 wurde er vom damaligen Ministerpräsidenten Matthias Platzig mit dem Brandenburgischen Kunstpreis geehrt. Seine Kunst war verknüpft mit gesellschaftlichen Fragen. Betroffen sein und betroffen machen, das war sein Anspruch.
Wie wäre es, die Cottbuser Innenstadt für den Autoverkehr zu sperren? Eine autofreie Innenstadt hat der Allgemeine Deutsche Fahrradclub am vergangenen Freitag in der Cottbuser Mauerstraße nachgestellt. Das und weitere Informationen jetzt in den Kurznachrichten. Eine belebte Stadt mit mehr Platz für Menschen. Ein Tag für mehr Leben in der Cottbuser Innenstadt. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub hat am vergangenen Freitag alle Cottbuserinnen und Cottbuser auf die Parkplätze der Marktstraße eingeladen. Damit sollte verdeutlicht werden, wie viel Leben es an einem sonst so stillen Platz geben kann, wenn weniger Autos auf diesen Plätzen parken. Somit wurde aus der Marktstraße zwischen Altmarkt und Neumarkt eine Aktionsfläche mit Livemusik, Theater und vielem mehr. Sachsendorfer Fest. Ein buntes Fest für Demokratie und eine offene Gesellschaft fand am Samstag in Sachsendorf statt. Der Bürgerverein Sachsendorf-Madlo lud gemeinsam mit vielen weiteren Akteuren zu einem bunten Event. Das Motto des Tages war Saturday Subculture Cottbus. Dabei setzte man ein Zeichen für Demokratie, Offenheit und gegen Ausgrenzung. Der DRK Blutspendedienst Nordost ruft zum Blutspenden auf. Das Deutsche Rote Kreuz schlägt Alarm. Immer weniger Menschen sind zum Blutspenden bereit. Blutreserven werden knapp. Deshalb ruft die DRK die Bürgerinnen und Bürger nochmals dazu auf, Blutspenden zu gehen. Wer den DRK-Blutspendedienst in Cottbus unterstützen will, kann das in der Teamstraße 105. Jedoch muss vorher ein Termin vereinbart werden. Zu einem Vortrag über Pfarrer Eckhard Giebeler zwischen Kirche, Staat und Stasi lädt das Menschenrechtszentrum Cottbus ein. Der Pfarrer war zu DDR-Zeiten evangelischer Seelsorger in der Cottbuser Haftanstalt. Gleichzeitig arbeitete er für die Stasi. Als Vertrauensperson der Inhaftierten übergab er dem Ministerium für Staatssicherheit zahlreiche Dokumente und Aufzeichnungen. Die Veranstaltung findet morgen um 18.30 Uhr in der Gedenkstätte Zuchthaus Cottbus in der Bautzener Straße statt. Das war's für heute mit LTV aktuell. Morgen führt meine Kollegin Christine Erdner durch die Sendung. Bis dahin, tschüss und bis bald. Wir beide, Sie und ich, wir können jetzt echt was bewegen. Ich bin Maja Waldstein, 35, gebürtige Cottbusserin und ich bin die SPD-Bundestagskandidatin für Cottbus und Spree-Neiße. Ich möchte, dass unsere Lausitz enkeltauglich wird. Ich habe selbst zwei Kinder und ich möchte, dass sie hier eine Zukunft haben. Ich stehe für eine Politik, die den Menschen zuhört, sie wertschätzt und aus den Gesprächen lernt. Ich stehe für eine Politik, die sich nicht kaufen lässt, weil ich nicht nur als Fußballschiedsrichterin unbestechlich bin. Ich stehe für eine Politik, die Lebensleistung anerkennt, die Unrecht aufarbeitet und sagt, wir machen den Osten stark. Gemeinsam können wir die Lausitz enkeltauglich machen. Und darum bitte ich Sie am 26.09. um Ihre Stimmen für die SPD. Ich kämpfe für Ihre Lieben und für Sie. Nach 16 Jahren einsame Insel kehrt dieser Mann endlich heim in die Arme seiner Liebsten. Jetzt erzählt ihr doch mal, was ist in den letzten 16 Jahren bei euch alles so passiert? Dieses Ozonloch-Thema, ist das eigentlich noch ein Ding? Hartz IV zum Beispiel, das gibt's doch nicht mehr, oder? Waffenexporte, Schere zwischen Arm und Reich, Rente, Gesundheit. Du kannst dir deine Einkäufe jetzt per Fahrradkurier liefern lassen. Genug Zeit verloren. Gemeinsam machen wir das Land gerecht. Jetzt, die Linke. Lassen Sie uns unsere Lausitz enkeltauglich machen. Dafür kämpfe ich um Ihr Vertrauen und Ihre beiden Stimmen für die SPD. Ihre Maja Waldstein. Internet in Turbospeed. Mit bis zu 400 Mbit pro Sekunde. Ab 20 Euro im Monat. Infos auf pure.com.
Jetzt Probefahren in ihrem Autohaus Hertel und Söhne, Lamsfelder Straße 1 in Cottbus. Weitere Infos unter hertel-cottbus.de oder telefonisch unter 0355 4864 27919. Käse ist gesund. Käse ist frisch. Käse ist sinnlich. Käse ist reif. Käse ist verführerisch. Wenn Käse, dann aus dem Paradies. Du studierst oder machst eine Ausbildung? Dann wird es Zeit für deine erste eigene Wohnung. Zusammen mit der EG Wohnen. Ab 299 Euro im Monat für eine Dreiraumwohnung in fast jedem Stadtteil von Cottbus. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann lass dich doch einfach beraten. Wochenkurier. Hier sind Sie zu Hause. Willkommen im Möbelzentrum Großräschen. Jetzt neu, Westmann Markenmöbel, eine der führenden Marken aus Deutschland und ein klimaneutraler Hersteller. Genießen Sie das Glück vom schönen Wohnen mit außergewöhnlichen Materialstärken für eine maximale Langlebigkeit. Außerdem totaler Räumungsverkauf in unserer Küchenabteilung mit bis zu 68% Rabatt. Möbelzentrum Großräschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Jetzt schnell sein. 45 Küchentester gesucht mit exklusiven Testervorteilen beim Küchenkauf. Gleich bewerben unter 0357 532220. Liebe Wählerinnen, liebe Wähler, Sie haben es in der Hand, bei der Bundestagswahl dafür zu sorgen, dass diese Region sich gut weiterentwickelt. Sie haben es in der Hand, dass diese Region Weltoffenheit und Modernität zeigt. Sie haben es in der Hand, wie Sie in den kommenden Jahren und Jahrzehnten leben wollen. Und deswegen bitte ich Sie, geben Sie Ihre Stimmen demokratischen Kandidaten, geben Sie Ihre Stimme Maja Wallstein. Maja Wallstein steht für die Entwicklung dieser Stadt Cottbus und der gesamten Region. Maja Wallstein wird die vielen Projekte, die wir begonnen haben, ich denke nur an das Bahnwerk, ich denke aber auch an die Medizinausbildung, begleiten und umsetzen. Für uns alle, für die Brandenburger Lausitz. Cottbus hat etwas Besseres verdient, als durch das Direktmandat der AfD im Bundestag vertreten zu sein. Und hier gibt's die Möglichkeit, dass Sie Maja Wallstein Ihre Erststimme geben, denn die kann das noch verhindern. Wir als Töchter von Regine Hildebrand hören ja immer wieder, dass Leute fehlen, die so sind wie Sie und dass man sie schmerzlich vermisst. Aber eins ist mal klar, Maja ist so eine. Sie ist klug und taktisch, das war meine Mutter auch. Sie ist emotional und sie hat einen langen Atem, um für die Anliegen der Leute in Cottbus zu kämpfen. Da bin ich sicher. Geben Sie Maja Wallstein Ihre Erststimme am 26. September. Denn sie hat wirklich die Chance zu gewinnen gegen die AfD.